Frau Dr. Schweger, wir wollen heute Bezug nehmen auf einen Leitartikel in den Oberösterreichischen Nachrichten, geschrieben von Redakteur Gerald Mandelbauer. Und da darf ich gleich eingangs zitieren. Da heißt es, dass Ihr Erscheinen beim 100-Jahr-Jubiläum des Gebirgstrachtenvereins Bad Ischl völlig konträr gesehen wird. Während die einen sagen, zitiert wird hier die Bürgermeisterin Ines Schiller, dass es gelungen sei, Kontakte zu knüpfen, auch hinein in andere Milieus, sehen die anderen ihre schlimmen Erwartungen bestätigt, und ich zitiere hier weiter, dass nämlich die Kulturhauptstadt und ihre Intendantin mit der Tradition, mit Trachtenvereinen, mit Blasmusik grundsätzlich fremdeln würden und damit mit allem, was das Salzkammergut im Kern ausmacht. Das sei ihnen bei Weitem anzusehen gewesen. Interessant, was man so von Weitem jemanden ansieht. Ja? Also es ist, ich würde sagen, Behauptungsjournalismus und hat eigentlich wenig mit den Realitäten zu tun. Die Herrschaften, die das auch sagen, sitzen ja auch in den einzelnen Gremien, auch im Kulturausschuss zum Beispiel, wo immer laufend berichtet wird, was wir tun. Unter anderem sind wir ganz eng im Gespräch mit allen Chorverbänden. Wir haben natürlich in Oberösterreich beim Hauptchorverband angefangen. Wir reden mit Frau Stumpner, wir reden mit Kai Neder über die ganzen Kirchenchöre im Ausseerland, hier in Gmunden. Die werden alle eingebunden, und ich wüsste nicht, warum man mir sagen soll, dass ich mit den Herrschaften hier nicht rede. Sie gehören dazu, sie sind Teil davon, aber sie sind nicht nur da, sondern da gibt es ganz viele unglaublich tolle Künstlerinnen und Vereine und sonstige Sachen, die auch hier das Salzkammergut ausmachen. Und das Kerngeschäft ist, glaube ich, die Vielfalt in dieser Region. Und die wollen wir bedienen. Vom Handwerk angefangen, Kunsthandwerk, bis hin zur Musik, zur Hausmusik, zur Volksmusik, zu neuen Tendenzen, die auch hier sind. Darum geht es in der Kulturhauptstadt, und die zu verbinden mit internationalen Tendenzen, um da einen Dialog herzustellen im europäischen Raum. Es wird weiters in diesem Artikel das Salzkammergut ja ziemlich problematisch beschrieben. Ich zitiere hier weiters: Wie können Kulturschaffende von draußen, die urban, weltoffen und linksliberal ticken, sich mit der ortsansässigen und völlig anders gepolten lokalen Bevölkerung verständigen und letztere für das Hauptstadtprojekt begeistern? Anders gefragt, wie kann dieser Brückenschlag funktionieren? Ja, die Brücken, die sind ja schon da. Und wer sowas schreibt, der kennt sein Salzkammergut nicht. Da gibt es nämlich ganz unglaubliche Künstlerinnen, die ganz modern sind, weltoffen sind, sich wirklich orientieren am Kontext, am europäischen Kontext, am internationalen Kontext. Und da, und diese spannenden Leute würde ich gerne hier sozusagen auch vorkommen lassen. Und außerdem von den 190 Projekten, die wir präsentieren werden während der Kulturhauptstadt, sind ungefähr zwischen 85% und 90% in der Trägerschaft lokaler Vereine, Institutionen und Künstlerinnen. Ich frage mich, wieso spricht man davon, dass hier die Region nicht mitgenommen wird? Ich bedauere das. Es wäre schön gewesen, wenn der Journalist sozusagen seinen Journalismus ernst nimmt und auch die andere Seite befragt. Das heißt, Sie haben mit ihm keinerlei Kontakt gehabt? Nein, ich wurde nicht befragt, und das bedauere ich. Ja? Weil das ist für mich sozusagen, wenn man solche Behauptungen, ich sage immer, eine Behauptung ist wie eine Enthauptung, es ist kein demokratischer Vorgang. Journalismus ist im Grunde genommen etwas, was mit Dialog zu tun hat. Ich suche, so wie Sie, Sie kommen und fragen, wie stehe ich dazu? Finde ich großartig. Wäre schön gewesen, er hätte es auch gemacht, dann hätte er es in einem, sozusagen in einem Artikel erzählt, diese Position von der einen Seite, die Position von der anderen Seite und um die es eigentlich geht. Und wenn Sie mich fragen, geht es hier um parteipolitische Machtgeplänkel und nicht um die Kulturhauptstadt. Ich komme darauf noch zu sprechen, auf die Parteipolitik in Ischl. Das ist eine eigene Frage. Ja, genau. Ja. Dann heißt es weiters, dass in Bad Ischl das von dem Feuer nichts zu spüren ist. Ich zitiere wieder wörtlich: Wer auf Ischler Gassen die Leute befragt, spürt wenig vom Feuer, eher Skepsis und Unwissen. Die Ischler und ihre Intendantin, das sei so, als ob man den Berliner Prenzlauer Berg in Salzkammergut verfrachten oder Wiener Zweitwohnbesitzer und sture Salzkammergüter zur Freundschaft verpflichten wolle.
Ja, also wenn Sie die sogenannten Zweitwohnsitzler vergrätzen wollen, dann kann man das gerne schreiben. Davon lebt aber auch eine ganze Gesellschaft hier, auch bestimmte ökonomische Betriebe. Man sollte sie schätzen und nicht verachten. Das ist das eine. Wir bringen auch etwas hinein in die Region. Zweitens bin ich der Meinung, es geht nicht darum, Prenzlauer Berg, kenne ich nicht, ja, ich weiß, was dort ist, da sitzt die halbe Wiener Gesellschaft, sitzt natürlich auch dort, oder die österreichische, auch die internationale, das ist ein relativ bunter Haufen, der aber hier mit dem Salzkammergut, mit der alpinen Region relativ wenig zu tun hat, aber könnte vielleicht trotzdem ein interessanter Input sein, wenn ein Künstler von dort sozusagen hier sich mit der Region beschäftigt. Und das versuchen wir ja. Wir versuchen ja nicht, irgendwie etwas aufzusetzen, sondern einfach wirklich Diskussionen zu ermöglichen, Kontakte, Impulse zu schaffen, ja, wo der von außen kommt, etwas von innen mitnimmt. Ja. Da treffen sich zwei Leute, die sich gegenseitig austauschen und darum geht es. Es geht nicht darum, dass man irgendetwas aufsetzen will, sondern dass man voneinander was hat. Deswegen haben wir zum Beispiel eine ganze Programmlinie, die sich mit, wir haben es genannt, Sharings Salzkammergut, man teilt das Salzkammergut und es geht um eine Kunst des Reisens. Das heißt, es ist eine Art von Gastfreundschaft, wie nehme ich jemanden auf, was kann ich ihm schenken und was schenkt er mir. Und das ist sozusagen, das dient auch zur Weiterentwicklung von Kulturen. Wir wollen nicht stecken bleiben. Wir wollen nach vorne gehen. Die Welt verändert sich und wir müssen schauen, dass wir überleben. Und da müssen wir auf die verschiedensten Themen eingehen, die notwendig sind, wenn Sie sagen, die Ischler wissen nicht, worum es geht. Aber zumindest die Leute, die politisch tätig sind, die sind informiert. Sie sind nämlich in den Gremien und werden von mir regelmäßig informiert, die könnten das auch weitertragen. Auf der anderen Seite sind wir jetzt 2022 und nicht 2024. Wir haben ein Konvolut an über 1000 Projekten gehabt, die wir einfangen mussten. Das mussten wir aufteilen, schauen, was geht nicht. Wir werden Ende November das Ganze präsentieren. Wir sind jetzt mehr oder weniger durch. Dann weiß man, was sozusagen passieren wird. Dann wird es schon ein bisschen konkreter werden und es fangen ja auch schon ganz viele Leute an zu arbeiten. Sie haben die politische Situation in Bad Ischl bereits angesprochen. Eine Frage bezieht sich auf diese Situation. Inwieweit stört jetzt die politische Situation, nämlich die Situation, dass sich zwei Parteien scheinbar bekriegen, inwieweit stört diese Situation jetzt den Vorbereitungsprozess für 2024? Wissen Sie, grundsätzlich bin ich der Meinung, dass die Vertreter im politischen Bereich uns vertreten. Nicht mich, sondern die Leute, die hier leben, in diesem Land. Und die Parteipolitik interessiert mich nicht. Sie haben einfach darauf zu achten, dass sie Politik für die Menschen hier machen. Und wenn sie sich untereinander ununterbrochen streiten, dann ist der Leidtragende am Schluss der Steuerzahler ist, ja, und der auch den Politiker bezahlt. Und das geht nicht. Und es geht hier, man muss endlich mal an den Punkt kommen, und das gilt ja nicht nur für Bad Ischl, sondern das gilt überall, wo man sachorientiert. Was brauchen die Menschen? Wo ist Not? Wie muss die Zukunft gestaltet sein? Darum geht's. Und nicht darum, ob einer mehr links, mehr rechts oder sonst wie ist. Darum geht's nicht. Wir müssen alle miteinander arbeiten können und miteinander leben können. Und das muss irgendwann auch mal ins Bewusstsein kommen. Mich interessiert dieses parteipolitische Geplänkel nicht. Und das macht im Grunde genommen das kaputt, was Menschen hier brauchen. Eine Diskussion in meinem Lehrtag ist ein Wahnsinn. Wir brauchen solche Kulturinstitutionen. Kultur ist ein Fundament für ein friedliches gesellschaftliches Beisammensein. Wenn man das außen vor lässt und sich darüber streitet, ob das jetzt diese Million oder diese Million, entschuldigen, so viel wie möglich, damit der Ort ordentlich aufgestellt ist, dass man richtig dort eine Begegnungsstätte macht für Bad Ischl. Und das ist doch nicht, ich verstehe überhaupt die Diskussion nicht. Es schadet Ihnen selbst. Und da denke ich mir, da steige ich dann immer aus und sage immer, es hat mit mir nichts zu tun. Der Artikel hat eigentlich mit mir nichts zu tun, weil wir arbeiten ja. Und wir haben gerade jetzt vor ein paar Tagen vor dem gesamten Komitee, und das sind immerhin relativ prominente Leute, das ganze Projekt vorgestellt. Das war ein super Arbeitsgespräch. Das wollen sie mehr. Die sind froh, dass sie uns unterstützen können. Wir sagen, wir machen tolle Arbeit. Wird auch kommuniziert werden. Es dreht sich sehr viel natürlich auch ums Geld. Wir schreiben 2022, sind damit konfrontiert, dass
enorme Preissteigerungen in allen Bereichen nicht nur zu erwarten sind, sondern schon vorhanden sind. Eine Inflationsrate mehr als 9%, das wird sicherlich nicht weniger werden im nächsten Jahr. Welche Auswirkungen haben jetzt diese exorbitanten Preissteigerungen auf das Budget der Kulturhauptstadt? Wir kämpfen natürlich darum, dass wir zumindest die Inflation abgedeckt kriegen oder einen Teil davon. Und man wird natürlich überlegen müssen, wie man auch den Leuten, weil die Projekte sind ja mehr oder minder schon durch und wir haben auch die Budgets durch den Controlling-Beirat gegeben. Das heißt, daran können wir ja nicht wirklich rütteln. Wenn die nicht auskommen, muss man anfangen nachzudenken, was kann man machen und was kann man nicht machen. Ja? Aber umsetzen wollen wir es auf jeden Fall. Also ich meine, das ist natürlich auf Bundes- und Landesebene, wird das zu Diskussionen kommen. Wie können wir das weiter sozusagen garantieren, dass das auch ordentlich umgesetzt wird? Abschließende Frage, Ihre Wünsche jetzt an die Proponenten hier in Bad Ischl, im Salzkammergut grundsätzlich? Arbeitet miteinander für Bad Ischl und die Region, das wäre super.